Hallo ihr Lieben, ich bin Andy Edition. Das hier war die Schlange am Fachbesuchertag, um Destiny 2 auf dem PC spielen zu können. Homecoming, also die erste Mission, war in einer gekürzten Fassung zu sehen. Ich denke sogar, dass es die Version vom Gameplay Reveal im Mai war. Die Qualität ist leider nicht die beste, weil ich nur mit meinem Handy gefilmt habe, aber nächstes Jahr werde ich versuchen, eine Vlog-Kamera zu kaufen. Ich denke, ihr könnt euch trotzdem gut vorstellen, wie beliebt Destiny 2 auf der Gamescom gewesen ist. Das Spiel war sogar als bestes PC-Spiel, bestes Multiplayer-Spiel, bestes Action-Spiel, bestes Online-Spiel und bestes Konsolenspiel der Gamescom nominiert. Gewinnen konnte es allerdings nur zwei Preise: bestes Multiplayer-Spiel und bestes Online-Spiel. Für mich war es die erste Gamescom und zum Großteil habe ich das euch zu verdanken. Ihr supportet mich unnormal auf meinem YouTube-Kanal. Ihr habt den Kanal Andy Edition mit aufgebaut und motiviert mich immer aufs Neue weiterzumachen. Das Gefühl, ein Video hochzuladen, das am selben Tag von 5000 Menschen oder sogar mehr angesehen wird, ist Wahnsinn. Ich bin seit meinem 6. Lebensjahr schon ein kleiner Gaming-Nerd. Meine Eltern haben mir Videospiele-Magazine gekauft, weil sie gemerkt haben, dass sie mir nur so das Lesen beibringen können. Das ist gerade ein Traum für mich, der mit YouTube in Erfüllung geht, weil ich endlich das machen kann, auf was ich wirklich Lust habe. Genau deshalb habe ich mir auf der Gamescom den Arsch aufgerissen, um alle Termine einzuhalten, in der Zeit, wo die meisten anderen durch die Hallen gegangen sind und andere Spiele ausprobiert haben. Ich danke Dennis, Timo, Bianca und Sascha von Destiny Blog wirklich sehr für die Unterstützung und die Hilfe auf der Gamescom. Ihr seid alle ganz besondere Menschen und ich bin sehr froh, euch persönlich kennengelernt zu haben. Aber auch ihr, meine Community, ihr seid für mich ganz besonders. Deshalb werde ich die Emblemcodes und T-Shirts, die ich mir auf der Gamescom schnappen konnte, an euch verschenken. Irgendwo in diesem Video ist ein Code für ein Confluence of Light Emblem versteckt. Dieses müsst ihr auf der offiziellen Bungie Homepage eintippen. Heute im Laufe des Tages werde ich auch einen Code auf Twitter veröffentlichen. Wenn ihr schnell seid, gehört er euch. Auf meiner Facebook-Seite wird sich heute Abend auch jemand über einen Code und ein Destiny 2 T-Shirt freuen dürfen. Außerdem könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was für ein Video ihr von mir sehen wollt. Da werde ich dann zufällig jemanden aussuchen, der auch einen Emblemcode und ein Destiny 2 T-Shirt gewinnt. Das schicke ich euch dann auf meine Kosten zu. Die einzige Bedingung, ihr müsst 16 Jahre alt sein, um auf YouTube mitmachen zu können. Jetzt muss ich euch noch schnell was zeigen. Es ist Gameplay von einer Waffe aufgetaucht, die sehr nach Trials-Belohnung aussieht. Ein Impulsgewehr, auf jeden Fall eine exotische Waffe. Perks sind leider nicht bekannt, aber das Design dieser Waffe strahlt einfach exotisch aus. Ich freue mich, denn ich mag Impulsgewehre. Heute zwischen 17 und 18 Uhr gibt es ein neues Info- bzw. Theorievideo hier bei mir auf dem Kanal, wo wir über den neuen Raid in Destiny 2 reden, und ungefähr zur gleichen Zeit kommt auf Venero TV ein News-Video, wo Nero für euch die wichtigsten Sachen der letzten Tage zusammenfasst. Den Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Und weil ich einfach Lust drauf habe, gibt es hier jetzt noch einen Code für das Confluence of Light Emblem. Es tut mir leid, meine Stimme ist komplett weg. Trotzdem danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back.